Ja, das klickt, das zischt. Also das heißt, dass auch darin, wenn das so ist, so der Fermentationsprozess läuft. Und jetzt sieht man hier drinnen, das ist eigentlich wie so ein Hefeteig, der gerade aufgeht. Herzlich willkommen. Den Kefir in die Kokosmilch oder den Kefir in die Kuhmilch? Ja, eins gegen das andere. Ich habe jetzt das Experiment gemacht. Ja, so stehen sie nun da, meine beiden. Kokoskefir und das ist der Milchkefir. Und man sieht eben schon, dass da bei dem Kokos, ich weiß es nicht, inwieweit er jetzt so gesund ist und inwieweit er das oft überlebt. Und den Test, wie das jetzt schmeckt, mache ich gleich und ich setze auch gleich neu an. Aber ich wollte noch mal ganz kurz wirklich noch mal auf die Wichtigkeit des Mikrobioms eingehen, weil es ist ja nicht nur jeder sagt so, ja, Darmsanierung und dies und das und jenes. Aber es geht ja eigentlich darum, viele Menschen haben mit Blähungen zu tun, viele Menschen haben es so mit Flatulenzen und ja, dass da Dämpfe abgehen oder Gerüche abgehen, die sehr unangenehm riechen. Das merkt man dann schon, dass da viele Toxine im Darm sind, dass dort sehr viel ja, Gifte und Rückvergiftungen sind. Oder eben nach dem Essen haben auch viele Menschen Probleme. Und dieses SIBO, also was auch so eine Dünndarmfehlbesiedlung ist, das sind alles Probleme mit dem Darm, mit dem Mikrobiom. Und das ist doch dann wirklich der Ansatz, wie kann ich das ja, verändern, was kann ich meinem Mikrobiom Gutes tun. Und es gibt schon so viele Studien jetzt darüber, dass ich eine ganz weit gefächerte Darmflora am besten brauche, weil vor 5000 Jahren die Menschen, die hatten da noch sehr, sehr viel größere Vielfalt in dem Verbund der ganzen Bakterien, was bei uns durch die einseitige Ernährung wirklich weitestgehend nach unten gegangen ist. Es sind ja nicht nur die Beschwerden, die ich habe, sondern es ist zum Beispiel, jemand möchte abnehmen und wundert sich, warum kein Kilo weggeht. Ja, dann sollte ich mal aufs Mikrobiom schauen. Da sollte ich mal schauen, erstmal, dass ich so verschiedene gute Darmbakterien in meinem Darm gebe, damit der sich auch ein bisschen wieder erholen kann, weil dann verstoffwechsle ich die Dinge ja ganz anders. Oder jemand hat eben ein total geschwächtes Immunsystem. Wir wissen ja, das Immunsystem, dass es im Darm losgeht, jemand, der immer so Sinusitis hat, immer so diese Nebenhöhlenvereiterung hat, was bei mir beispielsweise ja vor 30 Jahren so ganz, ganz extrem war und was eigentlich auch der Auslöser war, mich von dieser Schulmedizin zu verabschieden und in die, ja, ich sag mal so, in die Naturheilkunde zu gehen, weil kein Mensch hat damals auf meinen Darm geschaut, sondern ich habe ein Antibiotika nach dem nächsten bekommen und dann ist natürlich, es waren hier die Schleimhäute geschädigt, die waren aber geschädigt, weil mein Darm dann komplett geschädigt war. Und da habe ich so ganz langsam wieder angefangen, dieses Mikrobiom aufzubauen und habe das wirklich mal ein halbes Jahr durchgezogen. Habe mir ein halbes Jahr diese kleinen Bakterienstämme, die Kolibakterien sind es ja und eben dann auch die Lactobacillen mir zugegeben. Und dann habe ich diesen Kreislauf endlich mal durchbrochen gehabt, weil dann war ich irgendwann gesund und das war wirklich Geschichte mit den Nebenhöhlen. Aber da bin ich auch durch ein ganz tiefes Tal gegangen. Da wurde jede Seite von der Nase wurde da fünfmal durchgestochen und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei Kinder bekommen, das war dagegen ein Klacks. Also dieses Kinderkriegen war ein Klacks gegen das, was man hier erlebt hat. Oder dann auch die Sinuskopie, es waren so schmerzhafte Zustände und die bleiben im Kopf sitzen, die bleiben hängen, weshalb man dann wirklich im Nachgang sehr viel auf diese Dinge schaut. Das hat nämlich dann auch so ein bisschen meine Berufswege mitgeprägt, dass man da immer schaut, schau auf deinen Darm. Und so ist es bis heute geblieben. Und deshalb bin ich hier an der Stelle, ich möchte es das auch ein bisschen vermitteln, weil Menschen, die sind häufig so verzweifelt, was soll ich denn tun? Und das sind so ganz kleine, na, so ganz kleine Bausteine, so Puzzlestücke, wo ich eins an das andere setzen kann. Und dann habe ich das auch schon mal gesagt. Am Anfang hatte ich jetzt auch bei der Darmsanierung, hatte ich da auch zu tun. Das hatte dann auch wieder so ein bisschen gebläht und es war irgendwie so, boah, denkst du, meine Güte. Aber ich habe es echt durchgezogen. Ich habe das dann nur löffelweise genommen. Weil es ist zwar dann schade, weil man muss gerade, wenn man sich Dinge neu angesetzt hat und hat keinen Abnehmer, man kippt es einfach weg. Es ist dann einfach so. Aber was nützt mir das? Ich kann es ja dann nicht verwerten und mir geht es ja dahinterher nur schlechter. Und dann war das wirklich so der Moment,
ja, dann mache ich so ein Stück weiter und so ein Stück weiter und so ein Stück weiter. Und jetzt muss ich sagen, das sind jetzt ja wirklich so 8 Wochen vergangen. Ja, 8 Wochen würde ich denken, dass ich jetzt da wirklich gar keine Probleme mehr habe. Jetzt muss ich nur aufpassen mit der Laktose, dass ich da nicht zu viel von dem Kefir, von dem Milchkefir jetzt nehme, weil ja, nicht viel hilft viel. In dem Sinne muss ich auch wieder langsam reingehen. Und da muss ich mal schauen, wie ich das jetzt hinkriege. Deswegen wäre es für mich ganz wichtig, dass der Kokoskefir mir gut gelingt. Aber das zeige ich jetzt. Bleiben Sie dran, wird spannend. Und hier sieht man, dass sich hier unten diese Knöllchen so abgesetzt haben. Ich hatte den zwischendurch auch mal kurz geöffnet und auch mal geschüttelt. Ich öffne mal jetzt. Ja, das klickt, das zischt. Also das heißt, dass auch darin, wenn das so ist, so der Fermentationsprozess läuft. Und jetzt sieht man hier drinnen, das ist eigentlich wie so ein Hefeteig, der gerade aufgeht. Ich rühre das einmal. Also es riecht jetzt gewöhnungsbedürftig. Ich habe gerade mal daran gerochen. Ich kippe das jetzt mal hier durch. Es ist jetzt klar, das hat ja jetzt 48 Stunden gestanden und bei 48 Stunden sagt man ja, dass es säuerlicher ist, aber ich meine, wer hat denn auch gesagt, dass das jetzt hier richtig gut schmecken muss? Wichtig ist, dass ich hier dort meine guten Darmbakterien drinnen habe, also die, die ich für meinen Darm brauche. Und hier sieht man jetzt auch diese Knöllchen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass hier die Knöllchen nicht allzu lange richtig überleben, beziehungsweise vielleicht auch nicht, dass die so richtig wachsen. Ich zeige mal hier, die sehen, obwohl sie sehen an sich ganz, ganz gut aus. Ich gebe die auch erstmal hier rein. Und wichtig bei diesen Sachen immer diesen Plastelöffel und Plastesieb verwenden. Mein Kater, der mir hier um die Beine geht, das ist ja so, die sehen gut aus, also die sehen wirklich gut aus. Und jetzt noch den letzten Rest. Also man sieht auch schon, dass es nicht ganz so dick jetzt wie der Milchkefir, aber ich bin so für den ersten Moment hier ganz zufrieden. Ich hatte ja den Kommentar von einer ganz lieben Abonnentin, die da geschrieben hat, dass ihr der Wasser, also dass der Kokoskefir da dick geworden ist und sie Mühe hatte, diese Knöllchen rauszubekommen. Diese Mühe, die habe ich jetzt hier gar nicht, sehe ich. Also die Knöllchen sind da, die sehen gesund aus. Der Rest kommt noch hinein und da gehe ich jetzt auch wirklich mit der Annahme mit, dass man sagt, dass man dann nach einer Weile wieder mal die in Milch ansetzen soll, dass sie vielleicht dann nach einer Weile ein bisschen schwächeln. Ja, wenn ich das jetzt mal koste, oh, es schmeckt einfach sauer. Es schmeckt wie saure Kokosnuss, aber nicht schlecht oder so, es schmeckt einfach sauer. Aber das ist ja bei Kefir, Ayran, das ist ja alles säuerlich. Und das soll ja so sein beim Fermentieren. Sauerkraut ist sauer, also was soll's. Also dann kann ich mir vorstellen, und das kann ich ja hier auch mit Smoothie mit verrühren, das kann ich ja jetzt hier in die verschiedensten Sachen tun. Ich fühle es mir ab jetzt. Ja, wenn ich da jetzt alle 2 Tage so eine bisschen, so eine halbe Flasche habe, dann reicht mir das. Weil ich werde es definitiv so machen, ich werde das jetzt immer parallel ansetzen, damit ich einfach nicht irgendwann, wenn der Kefir, der Kokoskefir mal nicht mehr so wächst, damit ich einfach den Ausweich auf den Milchkefir habe. Fest verschließen, weil, oder beziehungsweise lieber nicht fest verschließen, weil es fermentiert weiter. Ich habe das schon gemerkt, dass das dann zischt und wenn man es aufmacht, dann kann da ganz schön Druck dahinter sein. Also dann lieber nicht fest verschließen, sondern den Deckel locker drauflegen. Ja, und diese Kefirknollen, die ich jetzt übrig habe, ja, und dann nehme ich wieder einfach so eine Milch. Das soll jetzt hier keine Werbung für irgendeine Firma sein, sondern es soll ja auch einfach sein, dass ich da nicht erst irgendwo groß rumrennen muss. Ich hätte es das erste Mal auch sehen sollen, dass es das gibt, diese 86%. Also gebe ich das jetzt hier rein. Ja, und dann gebe ich diese Knöllchen wieder hinein. Rühre das liebevoll um.
Und ich habe den Eindruck, die Milch ist eher dünner als dicker geworden durch das Fermentieren. Denn wenn ich jetzt so rühre, ist sie ziemlich dickflüssig. Ja, dann verschließe ich den Deckel fest, also wirklich fest verschließen, das ist sehr wichtig, und stelle das einfach wieder in einen warmen Platz. Und ja, so bin ich dann fertig mit meinem Kokosmilchkefir. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, dass es so geklappt hat, und ja, rege da einfach auch mal zum Nachmachen an. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ihre Nadja.